Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play WoW. Wir sind bei Folge 194. Und wir können die Stab, den Stab des ersten Mages abgeben. Das haben wir gerade erledigt und, beziehungsweise in der letzten Folge erledigt und, die Quest, auf die wir etwas länger warten mussten, da wir auf den Respawn warten mussten. Komischer Krieger steht hier immer noch, lustig rum. Tja, und wie ihr hört, ist der Kaffee am Ende leider. Naja, gut. Gibt Schlimmeres. So, Kristalle für das Konsortium. Aber ich bin jetzt wieder ein Stück weiter. Wählt eure Rolle. Ich hab's mir fast gedacht. aber was könnten wir denn sonst noch? Eventuell abbrechen oder so? Hat's da irgendwo? Ja, im Schattenmontal. Nein, ich glaube, die brechen wir ab. Es wird was hart. Und 4. Er sagt viel für den Kristall, bla bla. So, das ist falsch. Haben wir was bekommen? Nö. Bekommen wir denn den komischen Stab? Irgendwann bekommen wir den Stab, wo wir den dann immer rufen können. Wenn wir die Quest fertig haben, stellen wir den Stab auf. Ist das gut? So. Weiter versuchen die komischen Dinger hier zu hauen, damit die droppen. Diese Felshetzer oder sowas. Schinder. Schieferhunger Schinder. Boah, halt einen Arm. Aha. Jetzt hat er. War nicht besonders, aber er hat ihn. Ach. So. Noch nicht, die können wir immer noch nicht ledern. Ah, manchmal ist das echt zum Kötzeln. Was so macht man dann? Einfach. Aber Dr. Boom müssen wir noch nicht töten. Ne? Da haben wir damals DPS ausprobiert und Skillungen. Dann haben wir uns hier irgendwo auf die Tonnen gestellt. Mit ein paar, mit Tank und Heiler und so. Weil er so viel Leben hatte. Zu dem Zeitpunkt ist das super viel Leben gewesen. Und haben dann welches Skillung am besten am meisten Schaden macht, weil die Puppen gab es noch nicht. Das war cool. Oder muss ja, wie ihr immer seht, hier die Waffen und so mussten man ja auch skillen. Da gab es eine Stelle in, ich weiß nicht, ob ich schon mal erzählt hatte, da müsste es hier um das dunkle Portal rum. Da gibt es so steingebundene Geister. Da die nicht sterben konnten, konnte man da mit sich locker seine Waffe dran skillen. Vor allem, wenn man irgendwas Neues bekommen hatte und dann fing man dann von 1 an bis 300. Oder 375. Bis 375, nee, ich glaube 345. Wahrscheinlich 350, finde ich dann, oder wenn wir dann 70 sind. Ja, kommt man dann drauf rumhauen. Bis das alles tot war. Echt schon hart. Aber was ich schon mal gemacht habe, ich habe das dann quasi Auto hinten, habe ich mich da hingestellt, habe dann irgendwas anderes gemacht zum Nebenher.
im Internet gesurft oder so. Oder Foren durchforstet. Was man damals halt so gemacht hat. Oder eine Zeit lang hatte ich noch einen Fernsehen in der Nähe von meinem Computer stehen. Dann konnte ich da entweder Fernsehen gucken oder PlayStation 2 drauf spielen. Für die ganz harten. Meistens bin ich in PlayStation 2 gestorben, je nachdem was ich gemacht habe, weil ich dann mehr auf WoW geachtet hatte. Ja, das war schon lustig damals. Ein Bekannter von mir, der hat ja auch hier auf dem Server mal gespielt. Und irgendwann gesagt, warum sagt ihr immer alle hier, oder warum sagen viele, dass Burning Crusade das beste Addon ist. Man muss ja so viel tun für irgendwas, um irgendwas zu bekommen. Aber ich glaube, das macht manchmal den Reiz aus. Man kriegt nicht alles geschenkt. Man kriegt momentan ja auch nicht alles geschenkt, aber es ist viel einfacher. So dass man teilweise, je nachdem wie lange man spielt, das Gefühl hat, man kriegt alles geschenkt. Wenn man hier beispielsweise nach Karazhan will, irgendwann, dann muss man ja vorher die ganzen Pre-Quests machen. Sprich, den Schlüssel sammeln. Diese komische Ohren, um Nightbane zu beschwören, dann es ist schon einiges, was man hier so machen muss, um überhaupt wo reinzukommen. Dann muss man gucken mit der Trefferwertung, das fällt ja jetzt weg. Dann muss man gucken, die Verteidigungswertung fällt weg. Alles, was man jetzt nicht braucht, was man damals hat, dringend brauchte. Und damals haben sie es schon einfacher gemacht, nachdem sie das weggenommen hatten. Wait, Moment. Also. Hier mit dem Schadenboni und dem Heilungsboni. Das heißt, wenn ich jetzt einen Schadenboni hatte, zum Beispiel als Feuerhexe, brauchte ich Schadenboni Feuer. Wenn der jetzt gering war, habe ich nicht so viel Schaden gemacht wie jemand anders. Ach Quatsch, ich muss hier. Den Hut haben wir ja mittlerweile an. Den der auch nicht so gut ist wie den wir anhatten, aber der hat halt Trefferwertung. Trefferwertung ist furchtbar wichtig. Und wir als Jäger haben sie noch gut. Wir brauchen nicht so viel wie zum Beispiel Nahkämpfer. Ich weiß noch, wie ich damals mit meinem Bruder gestritten hatte. Der hat ja auch gespiegelt. Weil er hatte PvP-Sachen an. Ich glaube damals Arena 2 oder 3 Set sogar schon. Und er hat nicht verstanden, warum der immer unter mir im Schaden war, obwohl quasi vom Item Level, könnte man mittlerweile sagen, er besser war. Aber im PvP hast du halt entweder keine Trefferwertung oder minimale Trefferwertung auf deinen PvP-Sachen. Nur das hat er nicht verstanden. Oder wollte nicht verstehen. Bis dann irgendwann wieder ein Mortal Kombat zusammengespielt hatten wieder. Beziehungsweise weiter zusammengespielt haben und er dann mit, damals mit unserer Gilde mit Raiden gegangen ist. Und dann hat es, glaube ich, Klick gemacht bei ihm. Alle hat dann die PvE-Sachen, die dann eigentlich für Raids und so und Instanten waren, hat er dann versucht mit PvP zu machen. Das hat prinzipiell eigentlich ganz gut funktioniert, bis auf dass er ultra oft gestorben ist.
weil er halt nicht so viel ausgehalten hatte. Denn auf den PvP-Sachen ist halt auch mehr Rüstung und Widerstand und so. Und, ach, wie hieß das damals denn? Ich kann hier nachgucken. Haha. Ich glaube, Unterverteidigung. Abhärtung. Genau. Es gibt ja auch nicht mehr die Abhärtung. Je mehr Abhärtung du hattest damals im PvP, desto mehr hast du ausgehalten. Das haben sie ja irgendwann rausgenommen. Ich weiß gar nicht wann. Ist doch Pandaria? Bin mir aber nicht sicher. Weil man ist ja noch lange mit Abhärtung. Oder konnte man noch lange Sachen mit Abhärtung holen. Und ich weiß, damals Ende von Kata haben sie ja das ja auch geändert mit den Waffen. Wie dass der Jäger nur noch eine Schusswaffe tragen konnte. Aber auch keine Patronen mehr brauchte. Schurken und Krieger auch keine Pistolen mehr tragen konnten. Und der Jäger auch keine Stangenwaffe mehr tragen konnte oder Axt oder so. Man kann die zwar mittlerweile noch anziehen, hat er die zwar cool in der Hand, aber man kann nichts damit machen. Ja, es gab schon Sachen, manche verstand ich nicht so wirklich und manche fand ich ganz toll, dass das weg war, wie damals mit der Verteidigung. Ich dachte, oh, man muss einen bestimmten Verteidigungswert haben, damit man Crit-immun war. War man nicht Crit-immun, konnte man im Prinzip das Denken schon vergessen. Dann hat der Endgegner, also der Boss oder so, hat dich gecrittet, je nachdem wie viel Rüstung du hattest. Also platt. Konntest du nicht viel machen. Und bist oft gestorben. Eine bestimmte Ausdauer, was sterben geht, gab sie immer. Nun bist du zu oft gestorben, hat irgendwann gesagt, der Heiler, weißt du was? Leck mich am Stab, ich gehe. Dann musst du es neu halten. So. Und dann ging das wieder von vorne los. Da habe ich dann mal einen ganzen Abend im Trash verbracht von Karazhan. Und wir hatten auch einen Tank. Der saß nicht ein, Verteidigungswertung. Das heißt, er hatte Berserker-Gear. Nicht Berserker-Gear, wie heißt das? Doch, oder? Naja, Nahkampf, quasi DD-Gear hatte der an. Hat sich dann ein Schild geholt. Gesagt, gut, passt. Ich denke. Ja, das war nichts. Nichts, sag ich euch. Und dann hab ich den angeschrieben. Hör mal, wie sieht's mit Verteidigung aus? Blabla. Nee, brauche ich nicht. Guck mal, ich habe hier Sachen aus. Weiß nicht mehr, wo der hatte. Von da und da. Er war zum größten Teil halt episch. Darum hatten sie ihn als Tank mitgenommen, weil sie dachten, gut, ist episch, ist gut, passt. Hat irgendein grünes oder blaues Schild, was von der Questbelohnung. Ja. Weil ich eh an dem Abend nichts Besseres zu tun hatte, habe ich gedacht, gut, bleibst du hier. Guckst dir ein bisschen an. Eine Stunde verging, zwei Stunden vergingen. Der Trash respawnte, drei Stunden vergingen. Der Trash respawnte, vier Stunden vergingen. Und irgendwann habe ich gesagt, sorry Leute, ich habe keine Lust mehr. Ich bin dann mal weg. Dann konnte man ja netterweise auf den Twink umloggen, ohne dass es einer gemerkt hat. Und dann da Schabernack machen. Mittlerweile. Mit Battle.net ist das eher schwierig, auf den Twink umzulocken. Je nachdem, was man für ein Gilde hat. Manche sagen dann, gut, mach da halt, was er will, aber nicht mit uns. Ich brauche hier drauf.
einen kleinen Verkäufer. Darf ich euch meine Waren zeigen? Ja, das war alles wunderschön damals. Beziehungsweise zu PC und so war das alles. Das ist ziemlich cool. Also da musste man wirklich noch was tun. Hier, das war die Axt, die hatte dann mein Bruder, weil der war auch Jäger. Aber der hatte nicht das T3-Set, dann hatte der das T2-Set. Beste Angebote, weit und breit. Das mal gerade gucken. Ja, das hatte der. Genau, der hat nämlich PV, also BGs hat er gespielt und Arena. Und er konnte halt nicht verstehen, warum er nie so wirklich viel Schaden gemacht hat. Die hatte ich mit meinem Schurken damals. Ach, lang ist her. Naja gut, ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Wenn es final ist, let's play WoW The Burning Crusade. Und lasst einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Lasst ein Abo da, damit ihr nichts mehr verpasst. Es ist auch kostenlos. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Auf Wiedersehen.